Ja, hier gab es einmal ein Königreich, über das sich so manches erzählen ließe. Und eine königliche Familie, über die man auch so einiges erzählen könnte. Also wenn der kein Prinz wäre, dann wäre er eben Prinzessin. Schau mal, da ist der nächste schöne Knabe. Nein, 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 danke. Dann gab es hier noch ein Dorf mit vielen Bewohnern und ebenso vielen Geschichten. Na, was sagt ihr? Ihr hattet schon keine Hoffnung mehr. Und nun hat sie der Herrgott euch doch noch geschenkt. Und dann gab es da auch noch einen finsteren Wald. Und in dem wohnte, wie in jedem richtigen Märchen, eine Hexe. Komm rein und mach die Tür hinter dir zu, Budanka. Dieser Kamm hier kann einem das Gedächtnis großartig auffrischen. Ja, du hattest Brüder. 7 Brüder. Deine Brüder wurden durch die Worte deiner Mutter verflucht. Deshalb musst du jetzt auf alle Worte verzichten, ob gesprochen oder geschrieben. Und wann muss ich anfangen zu schweigen? Jetzt. Wenn du etwas zur Erklärung beitragen kannst, jetzt ist die Zeit dafür. Brennnesseln, das muss höllisch gebrannt haben. Dann willst du hier stehen und darauf warten, ob dein Bruder nicht zufällig wieder anfängt zu stottern. Wir müssen etwas finden, etwas, das Wirkung zeigt. Wir müssen uns auf sie konzentrieren. Wenn du immer wieder mit kranken Katzen und Vögeln ankamst, dann habe ich das toleriert. Und als der verletzte Mufflon folgte, sagte ich mir, wenn mein kleiner Stotterer schon keine Freunde hat, dann wenigstens diese Stummgesellen. Aber das ist jetzt zu viel. Das Mädchen wird hierbleiben. Jetzt werd nicht frech zu Mamilein. Und ich würde euch bitten, Frau Mutter, den entsprechenden Anstand zu wahren. Mutter! Mutter! Zum Glück wart ihr rechtzeitig hier.